Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Als die blutflüssige Frau Jesus anrührte, ging eine Kraft von ihr aus. Und diese Kraft ist auch heute noch da. Greife zu im Gebet. Hoffnung um 12. Heute wollen wir dich wieder ermutigen. Du hast einen offenen Himmel, weißt du das? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Du hast einen offenen Himmel. Weißt du warum? Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, hat für dich den Sieg errungen, dass die Kluft zwischen Gott und uns, die durch Sünde entstanden ist, geschlossen ist. Und das ist wunderbar. Es ist Vergebung da. Und da Vergebung da ist, kannst du wieder mit dem Vater reden. Er vergibt dir, wenn du zu ihm kommst. Und du hast einen offenen Himmel. Und nichts steht mehr dazwischen, wenn du das mit Gott ausräumst. Du hast einen offenen Himmel. Der Zugang für dich zu Gott ist frei. Du darfst einfach losreden und mit Gott reden. Wie wunderbar. Das war im Alten Testament nicht so. Da musste man Tiere opfern und so weiter. Nein, er hat für dich gelitten. Jesus wurde für dich geopfert. Wir sind ja kurz nach Ostern jetzt und hatten ja auch das Thema an Ostern. Aber das ist nicht nur ein Osterthema, sondern ist ein Thema für unser tägliches Leben. Ich sag dir, der Himmel für dich ist offen. Ja, auch für dich. Wenn du auch sagst, ja, ich glaube nicht ich bin so ein armer Sünder. Nein, du bist nicht ein armer Sünder, sondern von Gott geliebt. Er vergibt dir. Rede mit ihm. Herr, ich danke dir dafür, für jeden, der jetzt zuschaut. Danke, Herr, dass ein jeder wirklich, Herr, mit dir in Verbindung sein darf. Danke, Vater, dass die Kluft durch Jesus am Kreuz wirklich überbrückt wurde mit dem Kreuz, dass wir freien Zugang haben dürfen, dass wir alles dir bringen dürfen und aber nicht nur bei dir Schutt abladen, sondern eine richtige Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Amen. Amen. Wir möchten für Menschen beten. Und da schreibt uns eine Frau für ihren Mann ein Gebetsanliegen. Bitte beten Sie für meinen Mann. Er hat eine Herzinsuffizienz und ist sehr schnell erschöpft. Bitte beten Sie auch für mich. Ich habe fast jede Nacht Schmerzen in meinen Beinen, da eine Vene vollkommen kaputt ist und operiert werden sollte. Meine Ärztin hat mir aber von einer OP abgeraten. Aber ständig mit Schmerzen kann ich auch nicht leben. Vielen Dank für die Gebete. Und Jesus, ich danke dir, dass du nicht willst, dass wir mit Schmerzen leben. Und ich danke dir, dass du diese Frau berührst, dass du diese Beine berührst und dass dein Heilungsstrom jetzt gerade da durchfließt, dass diese Vene wieder vollkommen in Ordnung ist und dass diese Schmerzen verschwinden. Wir entmachten jeden Schmerz im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass sie wieder laufen kann ohne Behinderung und dass kein Schmerz mehr vorhanden ist. Und ich danke dir auch für ihren Mann, dass du sein Herz berührst. Danke, Jesus, dass dieses Herz wieder vollkommen in Ordnung ist und dass alle Blutgefäße da wieder richtig hindurchfließen und das Blut wieder richtig fließt und dass alles, was damit zusammenhängt, wieder in Ordnung ist. Danke, Jesus, dass du der Heiler bist und dass du auch all die anderen berührst, die mit dem Herzen Probleme haben. Danke, Jesus, dass du der Heiler bist und dass von dir eine Kraft ausgeht. Im Namen Jesus. Amen. Per E-Mail erhielten wir folgendes Anliegen von einer Frau. Liebe Geschwister, ich bin seit Montag im Krankenhaus. Sie haben festgestellt, dass ich zwei große Tumore im Bauch habe. Man vermutet, dass es gutartig sein soll, aber ist nicht sicher. Ich soll jetzt zeitnah operiert werden. Ich habe so viel Angst. Bitte betet für mich. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst mit diesen beiden Tumoren im Bauch. Und ich danke dir, dass diese Tumore eintrocknen im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass sie verschwinden und dass keinerlei Reste mehr übrig bleiben. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch diese Angst wegnimmst vor etwas Bösem, dass du diese Angst wegnimmst und dass Vertrauen in ihr Herz kommt, dass Frieden in ihr Herz kommt. Und ich danke dir, Jesus, dass du sie nicht allein lässt, sondern dass du mit
Heiler bist und dass diese Tumoren auch besiegt sind am Kreuz von Golgatha. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Eine Frau hat für ihre Schwester folgendes Gebetsanliegen per E-Mail geschrieben. Gebet für meine Schwester. Sie ist 59 Jahre alt und hat eine aggressive Form von Gebärmutterkrebs. Die Gebärmutter und circa 30 Lymphknoten im Bauchraum wurden bereits entfernt. Heute hat die erste von 6 Chemos begonnen. Alle 3 Wochen eine Chemo. Danach erfolgt noch Bestrahlung. Sie bittet um Gebet für Heilung und dass sie die Behandlung gut verträgt. Danke. Ja, Herr, danke, dass du diese Schwester kennst und ich danke dir, Herr. Du siehst auch diese momentan aussichtslose Situation und danke, Herr, dass wir auch, Herr, all diesen Metastasen, all diesen Geschwüren gebieten in deinem Namen, Jesu, dass sie stillstehen, nie mehr weiter wachsen und dass sie verschwinden. Danke, Herr, dass du der Herr bist, der auch in so einer Lage, Herr, Hoffnung gibt. Danke, Herr, dass du in einer solchen Lage auch der Heiler bist. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir uns freuen dürfen, Herr, für das, was du an dieser Frau tust. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Mutter hat ein Gebetsanliegen für ihre Söhne. Bitte betet für meine beiden Söhne um Heilung und Befreiung von seelischen Verletzungen bei allen beiden. Und bei dem einen Sohn bitte noch, dass er vom Stottern befreit und geheilt wird. Danke an euch, danke an Gott und danke an Jesus. Oh ja, Herr, Herr, komme du in diese beiden Söhne, Herr, mit deinem himmlischen Frieden. Dass sie es zulassen, deinen Frieden, Herr, dass auch in die Sprache, Herr, so viel Friede hineinkommt und dass sich nicht das eine Wort mit dem anderen überholt, sondern, Herr, ich danke dir dafür. Herr, tanke du diese beiden voll mit deinem Frieden und auch die Seele, Herr. Und alles, was da an seelischen Schmerzen erlitten wurde, Herr, dass die beiden das wirklich bei dir am Kreuz abladen dürfen, dass sie vergeben können denen, die ihnen diese Schmerzen zugetragen haben. Und ich danke dir dafür, Herr, offenbare du den beiden auch, Herr, deinen Willen und den nächsten Schritt, Herr, Herr, wie du ihnen Heilung schenken möchtest und was sie dazu beitragen sollen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Viele Menschen erleben Gottes Eingreifen und wir haben wieder viele Zeugnisse erhalten. Und das nächste oder das erste Zeugnis handelt von einem Arbeitsplatz, wie Gott für einen Arbeitsplatz sorgte. Hallo, liebes Team. Ich möchte euch heute danken für die Gebete, dass unser Schwiegersohn einen neuen Arbeitsplatz bekommt. Gestern hat er seinen Arbeitsvertrag unterschrieben und am 1. April beginnt seine neue Arbeit. Es ist wie ein Wunder in der jetzigen Zeit, aber unser Herr lässt uns nie im Stich. Amen und liebe Grüße. Dann eine Heilung von Laktoseintoleranz. Eine Frau schreibt: Viele Jahre hatte ich keine Milch vertragen, hatte danach immer stechende Bauchschmerzen. Super, dass es Laktasetabletten zum Verdauen gab. In der letzten Gebetsnacht habe ich als Gebet geschrieben, dass ich von Laktoseintoleranz geheilt werden möchte. Im November 2020 habe ich endlich mal einen Test machen lassen. Ergebnis: Null Laktoseintoleranz. Habe es ausprobiert. Ein bisschen Milch und mehr und dann ein volles Glas Milch. Jetzt kann ich wieder sämtliche Milchprodukte genießen. Gott ist gut alle Zeit. Danke, Jesus. Ja, und da freut man sich wirklich. Gott hat eingegriffen bei schmerzhafter Rippenprellung. Liebes Gebetsteam, ich hatte mir Anfang März eine sehr schmerzhafte Rippenprellung zugezogen. Ich hatte euch geschrieben und ihr habt für mich gebetet. Vielen lieben Dank dafür. Der Herr hat eingegriffen und wunderbar geholfen. Die Rippen sind heil und die Schmerzen sind nun fast völlig ganz weg. Wir haben einen großen Gott. Ich bin so dankbar. Ihm sei alle Ehre und herzliche Grüße. Wie schön, und wir freuen uns mit.
Gebetserhörung für einen Kindergartenplatz. Liebes Missionswerk Karlsruhe, hier zuerst mal ein Dank. Unser Enkelkind hat ab September einen Kindergartenplatz bekommen. Eine große Hilfe für meine Schwiegertochter, da im Juni das zweite Kind kommt. Und Gott kümmert sich doch um alles. Wie wunderbar. Ist das nicht wieder wunderbar? Gott kümmert sich um alles. Ist es ein Platz im Kindergarten oder sonst irgendwie eine Lösung oder eine Heilung? Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, Tipp des Tages, der offene Himmel. Du sagst vielleicht, offener Himmel ist mein Wunsch, habe ich aber nicht. Aber ich sag dir, leg mal wirklich deine Probleme beiseite. Du sagst, es ist schwierig, ja. Aber leg sie beiseite und stell dir wirklich vor, dass du einen offenen Himmel hast. Und bete in dieser Vorstellung zu Gott. Und ich sag dir, du wirst wirklich erleben, Gott ist dir ganz, ganz nahe. Und schreib uns dein Anliegen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Letzte Woche hatten wir ja Gebetsnacht und da hatten wir auch das Thema offener Himmel. Wenn du mehr darüber haben möchtest, hören möchtest, sehen möchtest, bestelle unsere Medien in unserem Online-Shop. Es gibt CDs, DVDs, auch zum Download als Bild- und MP3-Datei oder du bestellst dir einen Stick. Tu es einfach, weil diese Botschaften helfen dir wirklich weiter, einen offenen Himmel zu bekommen oder zu registrieren, dass du ihn hast. Du kannst gerne in unserem Online-Shop vorbeischauen. Und vergiss nicht, Sonntag sind wir wieder für dich da, 10 Uhr im Livestream und auf YouTube. Ja, und wir freuen uns, dass du dabei warst und verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute und der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.